Hallo und herzlich willkommen in mein Musikzimmer zur heutigen Musikstunde. Wir schaffen es noch bis Weihnachten, Stille Nacht, Heilige Nacht zu spielen. Das Stück eignet sich nicht so sehr für Anfänger auf dem Klavier. Ihr solltet schon Grundkenntnisse haben, 2 bis 3 Jahre Unterricht oder vielleicht habt ihr früher schon mal Klavier gespielt. Dann seid ihr in der Lage, diese Version noch innerhalb von 2, 3 Tagen zu spielen. Wer mitspielen möchte, kommt her an die Tasten. Das Lied ist geschrieben auf 2 Saiten. Wir spielen immer 4 Takte. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht. Dann bis hierhin und bis hierhin und auf der 2. Seite auch die immer 4 Takte. Los geht's! Die rechte Hand liegt mit dem 2. Finger auf dem G. A, B, Daumen strecken, E. Nochmal, E, A, B, E. Nochmal ab Takt 1, jetzt mit Fingerzahlen, 2, 3, 2. D, H, C, G und Takt 5 mit Zahlen 5, 5, 3, 4, 4, 1. Takt 9, 2. Zeile, der 3. Finger liegt jetzt auf dem A. Eins, fünf, eins.
B, E, C. Zweite Seite, zweiter Finger auf F. D, 2, 3, E. Schwarze Taste, Fis. Nochmal oben auf der Seite. 2, 2, 4, 3, 2. Und die letzten vier Takte, der Daumen liegt auf G. Töne D und F spielt man mit 4, 2 und der Schlussakkord C, E, G mit 5, 3, 1. Spiele auch die linke Hand 2 bis 3 Mal für dich alleine. Wir spielen jetzt langsam von vorne mit 2 Händen. Zweiter Finger auf G1, dritter Finger auf E. Stille Nacht, heilige Nacht. Ich wünsche euch, dass ihr viel Freude habt und dass ich euch ein bisschen helfen konnte. Ach ja, wenn es euch das Tutorial gefallen hat, dann gebt ihm doch einen Daumen hoch oder abonniert am besten den Kanal. Nach der Weihnachtszeit gibt es auch wieder andere Stücke. Für heute sage ich frohe Weihnachten und tschüss bis zum nächsten Mal.